sagen, heute startet meine Videoserie mit meinen Tools. Und es ist im Moment kein so wunderschönes Wetter heute. Hier ist kalt und es hat geregnet. Aber ja, okay, der Sommer macht eine kleine Pause, denke ich mal. Aber ich mache keine Pause. Ich gehe nämlich jetzt mit euch rein und zeige euch den Windows Movie Maker und was man damit so alles anstellen kann. Also folgt mir einfach in mein Arbeitszimmer. So, da bin ich auf meinem Bildschirm und das heutige Tool ist der Windows Movie Maker. Der kommt gratis mit Windows. Ich weiß nicht, ob er automatisch installiert ist. Man kann ihn sich auf jeden Fall als Tool herunterladen und installieren. Und mit dem Teil kann man wirklich ganz kleine, nette Videos drehen. Die Profis werden wahrscheinlich mit den Augen rollen und werden sagen, was willst du mit dem Teil? Aber ich finde, für jemanden, der gerade erst so anfängt mit Video und damit kann man wirklich schnell und einfach kleine Videos auch zusammenschneiden. Okay, und es geht los. Der hat hier diese Oberfläche. Hier sieht man immer das entsprechende Video, was abgespielt werden kann. Und hier fügt man die entsprechenden Videos oder auch Fotos. Also man kann auch aufs Fotos Videos erstellen. Das zieht man hier auf diese Benutzeroberfläche. Ansonsten relativ clean gehalten, also es gibt nicht so viele Einstellmöglichkeiten, aber ich finde, es reicht für das, was das Ding kann. Jetzt klicke ich mal hier drauf und habe jetzt hier schon mal so 5 Bilder ausgewählt, aus denen ich jetzt erstmal einen Film machen möchte. Wir machen jetzt einen Film aus Bildern. Und mit der Umschalttaste kann man die auch alle auf einmal auswählen, dann braucht man die nicht einzeln da reinzuziehen und jetzt sieht man schon, der Movie Maker hat aus jedem Bild eine gewisse Sequenz erstellt und die ist immer 7 Sekunden lang. Und zwar ist das hier unter, Moment, unter Bearbeiten findet man das, also da ist hier im Moment die Dauer von 7 eingestellt. Wenn ich das ändern will, dann kann ich hier kürzer oder länger die Zeit verändern. Ich lasse das jetzt hier mal so, weil das ja für das Video reicht es völlig aus. So, jetzt gehe ich wieder auf die Startseite. So, jetzt ist das natürlich relativ langweilig. Der zeigt 7 Sekunden ein Bild, dann kommt das nächste und das nächste und das nächste. Das ist ja natürlich langweilig. Ich möchte, wenn ich nur Bilder nehme, dass die sich auch irgendwie bewegen. Und das finde ich hier unter Animationen. Und hier sind die Effekte für die Bildbewegung praktisch. Und wenn wir uns die mal angucken und hier so einzeln hier drüber fahren, dann sieht man immer schon den Effekt, den das Ganze macht. Und letztendlich ist es, in welche Richtung das Bild praktisch bewegt wird und ob es sich eventuell auch so ein bisschen dreht. Das sind diese Pfeile hier. Da sucht man sich einfach ein paar Effekte aus und die wendet man dann praktisch auf diese Bilder an. Ich nehme jetzt mal das erste hier und sage dann auf alles anwenden und dann wendet er die jetzt hier auf alle an. Und zwar fängt das immer bei dem beim Anfang vom Bild, kommt jetzt hier so ein kleines Zeichen und da hat er jetzt dieses Zoom, also die gleiche Animation auf jedes Bild gelegt. Jetzt möchte ich natürlich auch, dass die Bilder einen Übergang haben, dass das nicht so puff, abrupt irgendwie sich ändert. Und das findet man hier auf dieser Seite. Und da suchen wir jetzt mal was Feines aus. Wir nehmen mal hier das. Das hat er jetzt auch auf alles angewendet. Und weil ich hier auf alles anwenden halt angeklickt habe. Ja, und jetzt schauen wir mal ganz kurz. Jetzt fängt er hier mit diesem Film an. Und jetzt sehen wir gleich den Übergang zum nächsten. Dann kommt das nächste und es bewegt sich immer noch. Und wieder das gleiche. Also es ist jetzt langweilig. Ich würde natürlich verschiedene nehmen, aber einfach, dass es für das Video schneller geht, habe ich mir das so überlegt. Okay, also das hätten wir schon mal. Wir haben unsere Bilder bewegen sich und die haben einen netten Übergang. Jetzt möchte ich gerne noch ein bisschen Musik natürlich.
Oder aber ich möchte, Moment, Titel und Abspann hinzufügen. Wenn ich jetzt Titel hinzufüge, jetzt hat er den mir natürlich hier hin platziert, weil da meine Maus war. Das macht aber nichts. Den kann ich nachher da hochschieben. Also ich sage jetzt mal, das ist der Titel. Das ist der Titel. Und der würde jetzt hier auch, man sieht, der blendet so ein bisschen ein. So, jetzt halten wir das hier mal an und schieben den Titel nach oben, weil ich möchte ja gerne, dass der Titel hier oben als erstes erscheint. Und so kann man die einzelnen Sequenzen auch hin und her schieben. Also ich könnte jetzt auch das grüne Bild nach unten packen, je nachdem, wo ich welches Bild hin haben will. Aber den Titel habe ich jetzt schon mal am Anfang. Und dann gehe ich mal mit meiner Maus hier auch ziemlich ans Ende und schaue, dass ich den Abspann hier hinzufüge. Und jetzt hat er hier einen Abspann. Und da kann ich jetzt wieder was eintragen. Ich könnte jetzt sagen, das war mein Film. Also ihr wisst schon, was man da reinschreiben soll, ne? Von Irene Wolk. Okay. Und jetzt schauen wir mal hier, wenn ich jetzt hier mit der Maus hingehe und schaue, dann müsste ja dann nach diesem Bild, da ist nochmal der Übergang, und dann sollte mein Abspann kommen. Und da sieht man auch, das kommt dann so von unten hoch. Das ist im Prinzip ja das, wie es im Fernsehen, wie wir das aus dem Fernsehen kennen. So, und dann hätte ich im Prinzip den Film schon fast fertig. Ich habe hier den Titel, ich habe hier ein paar Bilder eingefügt und habe hier den Schluss. Und damit das Ganze noch ein bisschen netter ist, kommt natürlich auch noch Music. So, jetzt mal gucken, wo das war. Bei Projekt oder bei, nee, bei Start. Musik hinzufügen. Hier ist es doch. Okay, Musik hinzufügen. Nehme ich das jetzt hier und nehme jetzt hier einfach mal eins von meinen Musikstücken. Und ja, und jetzt schau mal, was passiert. Funktioniert, super, alles gut. So, und diesen Film, den produziere ich und der kommt dann auch noch in mein Video von der Challenge. Das war wirklich ein kurzer Überblick über den Movie Maker in meinem Mitgliederbereich, der, so Gott will, noch in diesem Monat online geht. Wird es ein sehr ausführliches Tutorial zum Movie Maker geben, damit man auch wirklich alles aus dem Teil rausholt, was es so kann. Also bleibt gespannt und ja, und ich werde weitere Videos drehen, damit ich auf die 30 in 30 Tagen komme. Also bis bald.